Mit einem Illuvian könnte Corypheus das Nichts körperlich betreten? So ist es. Der Inquisitor kann bestätigen, dass diese Artefakte noch immer funktionieren, wenn man sie zu benutzen weiß. Was passiert, wenn Corypheus das Nichts betritt? Nun, dann erfüllt sich Corypheus einen Herzenswunsch und erlangt die Macht eines Gottes. Oder, und das ist wahrscheinlicher, dieser Wahnsinnige entfesselt Mächte, die die Welt in Stücke reißen. Das lasse ich nicht zu. Das kann ich nicht. In der Tat. Falls Corypheus Erfolg hat, werdet ihr nämlich gewiss der Erste, der seinen heiligen Zorn zu spüren bekommt. Verzeiht mir die Frage, aber heißt das, alles ist verloren, wenn wir den Illuvien nicht vor Corypheus finden? Corypheus hat einen Vorsprung, egal wie schnell unsere Armee marschiert. Wir sollten unsere Verbündeten mobilisieren, bevor wir aufbrechen. Können wir auf sie warten? Wir sollten vorab unsere Spione in die Arbor-Wildnis entsenden. Ohne Rückendeckung durch Soldaten? Ihr würdet die Hälfte von ihnen verlieren. Was sollen wir dann tun? Überlegt euch etwas. Alle drei. Gemeinsam. Josephine, unsere Verbündeten sollen Späher schicken, die wir in der Wildnis treffen. Liliana, eure schnellsten Spione gehen mit. Gemeinsam haben wir genug Spione, um Corypheus Armee bis zur Ankunft von Kallens Soldaten aufzuhalten. Ich bewundere eure Zuversicht, nur ist die Arbor-Wildnis kein sonderlich gastfreundlicher Ort. Diese Wälder sind voller alter Elfenmagie. Es wäre nachlässig von uns, auf euer Wissen zu verzichten, Lady Morrigan. Bitte lasst uns an eurer Weisheit teilhaben. Deshalb bin ich hier. Allerdings freue ich mich, dass ihr den Wert meines Wissens zu würdigen wisst. Habt ihr noch weitere Anweisungen, Inquisitor? Zunächst bestand die Inquisition nur aus einer Handvoll Soldaten. Dank euch sind wir heute eine Armee, die einen selbsternannten Gott stürzen wird. Ich könnte mir keine besseren Ratgeber vorstellen. Und ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir könnten uns keine edlere Sache vorstellen. Wir werden Corypheus in der Wildnis stellen, bevor er den Tempel oder diesen Illuvien findet. Inquisitor! Wie läuft die Schlacht, Hauptmann? Die Roten Templer fallen unter unseren Klingen, Euer Gnaden. Kommandant Cullen sagt, sie sind fast am Ende. Laut unserer Späher ist Corypheus unterwegs zu einer Elfenruine nördlich von hier. Wir können euch eine Bresche durch seine Armeen schlagen. Tut nur, was ihr tun müsst.
Wir brauchen genug Leute für die Siegesfeier nach unserer Rückkehr zur Himmelsfeste. Wir werden euch nicht enttäuschen, mein Lord. Komme, was mag. Andraste sei mit euch. Ich frage mich, ist es Andraste, die eure Soldaten in der Schlacht anrufen, oder kommt ihnen ein anderer Name über die Lippen? Wir sind mitten in einem Krieg, Morrigan. Die Zeit ist knapp. Wenn die Berichte eurer Späher korrekt sind, könnten diese Ruinen der Mythal-Tempel sein. Das heißt? Der Tempel ist ein heiliger Ort aus den Legenden der Elfen. Wenn Korypheus ihn sucht, ist der Illuvien, den er begehrt, dort verborgen. Hoffen wir, dass wir diesen Tempel erreichen, bevor der ganze Wald in Rauch aufgeht. Ihr tut gut daran, eurem Kommandeur zu vertrauen, Botschafterin. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Dank der kaiserlichen Wache von Orlais stand unser Sieg. Im Fragen. Korypheus wurde auf dem Schlachtfeld gesehen. Wollt ihr euch nicht etwas weiter von der Front zurückziehen? Teure Lady Montigny, wir können unsere Untertanen nicht in die Schlacht schicken, während wir uns verkriechen. Ganz Phaedas soll sehen, wie Orlais an der Seite von Andraste Herold triumphiert. Wie eure Majestät wünschen. Noch eine Schlacht, dann können wir unsere Wunden lecken. Ich bin gespannt, ob Korypheus sich zeigt. Ich hoffe, ihr habt recht, was diesen Tempel angeht, Morrigan. Ich sehne mich nach einem Dach über den Kopf. Machen euch die Wälder zu schaffen, Parvis? Nein, eher die Leute, die versuchen, mir den Kopf abzuhacken. So wie sich die Sonne selbst erneuert, müssen auch die Gläubigen ihre Liebe für den Erbauer erneuern. Deine Buße soll eine Freude sein, denn du dienest ihm mit einem Herzen voller Liebe. Dein Ringen soll ein Geschenk sein, denn es wäscht dich rein vor ihm. Wir können keine Leute nach Osten schicken. Kaiserin Selenz, General ist dort vorne. Landfried!
Die Bestien greifen von Osten an! Wir halten stand! Wir halten stand! Waren graue Wächter. Vermutlich die letzten von denen, die in Adamant versklavt wurden. Arme Schweine. Orpheus verheizt sie zu Dutzenden. Thank you.
und die Göttliche. Sie fallen! Die roten Templer fallen! Dort vorne. Ein ganzes Lager voller roter Templer. Seht euch vor! Da sind Bogenschützen auf der Mauer! Gerade von Elfen angegriffen? Aha. Aber Elfen wie Sie habe ich noch nie gesehen. Vielleicht sind diese Wesen der Grund, warum kaum jemand aus der Arbor-Wildnis zurückkehrt.
werden alle verbliebenen roten Templer vernichten, Inquisitor. Bei Andraste, wir werden jeden guten Ritter rächen, der in Farrenfall sein Leben ließ. Weifmanns Heil, Inquisitor. Wir halten sie in Schach. Folgt ihr dem Fluss bis zum Tempel.